SWR 2 Archivradio. Die Polizeiaktion am 26. Oktober 1962 im Rahmen der Spiegel-Affäre sorgt für Ärger in der Regierungskoalition von CDU, CSU und FDP. Franz Josef Strauß soll als Verteidigungsminister in die Verhaftung mehrerer Spiegel-Redakteure verwickelt gewesen sein. Aber weil Strauß und auch Bundeskanzler Konrad Adenauer ihr Vorgehen und das der Behörden verteidigen, verkünden die FDP-Minister der Regierung geschlossen ihren Rücktritt. Am 19. November 1962 geht Fraktionsvorsitzender Erich Mende in Nürnberg vor die Mikrofone. Achtung, der Fürst kommt, riefen heute Morgen einige der rund 80 Bundesvorstands- und Bundestagsfraktionsmitglieder der Freien Demokratischen Partei, als der Vorsitzende Dr. Erich Mende, gefolgt von den 5 FDP-Ministern, den Marmorsaal des Nürnberger Grand Hotels betrat. Wenig später wurden die Türen geschlossen und die führenden FDP-Männer waren unter sich. Diese mit Spannung erwartete Sitzung des höchsten Parteigremiums hatte allerdings für die vielen in- und ausländischen Journalisten und Beobachter etwas an Hochspannung verloren, hatte doch Erich Mende bereits gestern in München die wichtigsten Fragen zur gegenwärtigen Koalitionskrise so eindeutig kommentiert, dass ein Rückzieher kaum mehr möglich war. So war sich die Mehrzahl der heutigen Sitzungsteilnehmer bereits vor Beginn der Zusammenkunft über ihren Ausgang einig und es fiel mehrfach die Bemerkung, man müsse endlich mit dem Koalitionshandel aufhören. Im Übrigen waren die FDP-Mitglieder für den Beobachter leicht zu erkennen, denn fast alle erschienen mit der neuesten Ausgabe des Spiegel in der Hand und die Nachfrage nach dem Spiegel am Zeitschriftenstand des Hotels war so groß, dass schon nach kurzer Zeit sämtliche Nummern des Nachrichtenmagazins vergriffen waren. Soweit es trotz der verschlossenen Türen zu hören war, begann die Debatte zunächst etwas stürmisch, aber mit fortschreitender Zeit wurde es immer ruhiger und nach dreistündiger Sitzung zeigten sich alle Teilnehmer in schönster Einigkeit. Doch trotz dieser Einigkeit wartete man gespannt auf den Text des Kommuniqués, das Dr. Erich Mende schließlich verlas. Ich habe soeben den amtierenden Bundespräsidenten Kiesinger, den Bundeskanzler Dr. Adenauer, Sonderminister Dr. Krone und die Koalitionspartner über das Ergebnis unserer dreistündigen Bundesvorstands- und Fraktionssitzung in Nürnberg unterrichtet. Das einmütige Ergebnis ist in einem Kommuniqué niedergelegt, in dem Folgendes festgestellt wird: Deutschland braucht eine starke und handlungsfähige Bundesregierung. CDU, CSU und Freie Demokraten verfügen im Deutschen Bundestag über eine breite Mehrheit für eine vorausschauende und konstruktive Außen- und Innenpolitik. Ihre Zusammenarbeit entspricht dem Willen der Mehrheit der deutschen Wähler. Sie muss deshalb fortgesetzt werden. Die weltpolitische Lage und die Lage unseres geteilten Vaterlandes und seiner geteilten Hauptstadt erfordern eine Bundesregierung, die frei von personellen Belastungen allein dem Wohle des deutschen Volkes dient. Deshalb ist eine Umbildung der Bundesregierung notwendig. Diese Auffassung der Freien Demokratischen Partei ist den entsprechenden Stellen in Bonn zugeleitet worden. Die der Freien Demokratischen Partei angehörenden Bundesminister sind heute zurückgetreten, um damit die Voraussetzungen für Verhandlungen über die erforderliche Regierungsumbildung und über die Fortsetzung der Zusammenarbeit von CDU, CSU und FDP zu schaffen. Der Vorstand und die Fraktion haben den bisherigen Ministern der Partei Dank und Vertrauen ausgesprochen. Der Parteivorsitzende lehnte es allerdings entschieden ab, zu der Verlautbarung heute noch Stellung zu nehmen. Er kündigte jedoch eine Pressekonferenz für morgen Mittag an, auf der dann alle noch offenen Fragen beantwortet werden sollen. Bonn. Es sieht so aus, als hätten CDU und CSU keine Eile, sich mit der durch den Rücktritt der FDP-Minister entstandenen Kabinettskrise auseinanderzusetzen. Es gab in der provisorischen Bundeshauptstadt nur spärliche Reaktionen auf die Nürnberger Entscheidungen der Freidemokraten, zumal dieser Entschluss keine Überraschung darstellte. Für morgen wurde das Bundeskabinett einberufen, aber es handelt sich um eine Routinesitzung. Und niemand weiß, ob die FDP-Minister dabei eine Abschiedsvorstellung geben oder gar nicht erst erscheinen werden.
Die Atmosphäre in Bonn ist weit davon entfernt, hektisch zu wirken. Die innenpolitischen Auseinandersetzungen konzentrieren sich trotz allem auf den bayerischen Wahltermin, den, so scheint es, Verteidigungsminister Strauß unter allen Umständen überstehen soll, bevor das eigentliche Ringen um die Bildung eines neuen Kabinetts beginnt. Für Bonn bedeutet der Nürnberger Beschluss der Freien Demokraten keine Überraschung. Es überraschte noch nicht einmal, dass die Führungsgremien dieser Partei zu seiner Verabschiedung nur wenige Stunden brauchten. Der Schlag der FDP war seit einer Woche sorgsam vorbereitet worden. Die Liberalen befleißigten sich einer sonst bei ihnen meist unbekannten Geheimhaltung. Dies nicht zuletzt, um den Kanzler nicht ausgerechnet bei seinem Kennedy-Besuch mit einer offenen Regierungskrise zu konfrontieren. Jetzt ist sie da, die Krise. Keine Taktik kann mehr dagegen gestellt werden. Seit Samstagabend, seit dem Scheitern der Koalitionsgespräche nach Adenauers Rückkehr aus den USA, steht hier am Rhein fest, eine Regierungsumbildung ist unausweichlich. Dies hatte gestern bereits, noch vor dem Beschluss in Nürnberg, der geschäftsführende CDU-Vorsitzende Hermann Dufus und der kanzlerberatende Sonderminister Krone klar erkannt und ausgesprochen. Die Nachricht aus Nürnberg traf indessen heute in einem politisch leeren Bonn ein. Der Bundestag hat sitzungsfreie Woche, die Abgeordneten sind in großer Zahl im bayerischen Wahlkampf engagiert. Bei den Freien Demokraten stehen die Büros leer. Alles, was Rang und Namen hat, war in Nürnberg dabei. Wohl tagt das Parteipräsidium der SPD. Es ist eine Routinetagung. Die SPD erklärte, der Rücktritt der 5 FDP-Minister hat die seit langem schwelende Krise in der Koalition offen zum Ausdruck gebracht. Es ist eine Folge des Verhaltens der Bundesregierung insgesamt und insbesondere des Bundesverteidigungsministers in den letzten Wochen. Soweit die SPD. Bei der CSU meldet sich niemand. Josef Hermann Dufus weilt in Bochum. Der Bundeskanzler sitzt im Palais Schaumburg. Heute Nachmittag erhielt er den Besuch von Bundesratspräsident Kiesinger, der den Bundespräsidenten vertritt, der sich mit ihm über die entstandene Lage beriet. Morgen wird die CDU-Fraktion um 14 Uhr tagen. Das Bundeskabinett wird ebenfalls eine Routinesitzung durchführen. Fast scheint es, man habe es nicht eilig mit der Behebung der Krise. Und es mag auch so sein, denn zunächst möchte die CDU-CSU wohl den nächsten Sonntag, den bayerischen Wahlsonntag, hinter sich bringen. Denn wie kann man eine Wahl gewinnen wollen, wenn der eigene Parteivorsitzende in Bayern, Franz Josef Strauß, bereits vor diesem Sonntag seinen Hut nehmen muss? Dass Strauß, um den diese Krise im letzten entstanden ist, gehen muss, daran zweifeln hier in Bonn nur noch wenige, auch wenn sich das der Verteidigungsminister nach seinen gestrigen Reden gar nicht vorstellen kann. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.